Meeple Station vorgestellt. Die Folge Nummer 4 von unseren Vorschauen. Wir hatten letztes Mal noch ein bisschen was offen. Das können wir jetzt mal gerade loslegen, ne? Sandbox. Ne, Spielladen war das. Und das da. Laden. Dann legen wir mal kurz los. Uns fehlte Stahl, ne? Das heißt, wir müssen den Miner losschicken, dass der jetzt mal Stahl abbaut. Dann müssen wir raffinieren oder sowas. Ja, müssen wir mal schauen, ne? Dass wir das hinkriegen. So, wo ist denn jetzt hier? Der Miner ist schon mal da, den habe ich schon gefunden. No Ice, Ruf der Station, Rang der Station. In der oberen linken Ecke kannst du die Anzahl deiner Rufpunkte sehen. Durch Andocken der Handelsschiffe und kontinuierlich aus bei deiner Station wächst dein Ruf. Ist das hier mein Ruf? Next Rang at 40. Okay. You are run out of ice. This is an essential resource. Once your water is depleted, you life. Okay, das heißt, hier ist ja auch Eis. Das pausiert das Spiel. Kann man das erstmal wegmachen? Ja. Das bedeutet, wir müssen eigentlich hier erstmal abbauen, ne? Obtain one. Bauen nicht. Raffinerie. Achso, das ist noch dieses Display. Ne, wir müssen erstmal. Quicker, okay. Bauen. Meh, ja, alles klar. Bauen will ich eigentlich ja gar nicht, ne? Und der da, ja, der ist der Beste, der macht das schon. Toko Blueprints, Karte, Chips, Koms, Meeple. Okay, das ist schon klar. Die Meeple brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Forschung, Raffinery brauchen wir auch nicht. Es muss. Achso, da kannst du die Höhe händisch einstellen. Sehr interessant. Okay, das ist schon geklärt. Und hier No Ice ist, ja, weil wir das noch nicht haben, ne? Ja, kann ich das denn hier nicht auswählen? Oder wie ist das denn? Muss ich da auf irgendeine Ebene höher? Ach so, jetzt ist das ausgewählt, alles klar. Das ist Eis, jetzt ist die Frage, Quarz, Carbon, Aluminium, Iron Ore. Das bedeutet, nee. Das ist im Dunkeln, ne? Ist das zu weit weg oder was? Oder wie? Nee. Achso, wir sind wahrscheinlich zu hoch dafür. Ist das so? Aha, da wird es schon heller. Okay, haben wir das aber schon ausgewählt dann, oder? Okay. Wo ist denn unsere Etage jetzt hier dann? Da nicht. Ah, hier sind wir auf 15, okay. Da ist unser Generator, der immer noch nicht alles hat. So, jetzt müssen wir dann aber gucken, was wir weitermachen. Das ist hier der Officer, das ist das. Toggle Wood, Toggle Walls. Wo
Wo können wir denn eine Raffinerie hinstellen? Das ist die Frage, ne? Welche Tal? Bauen. Module. Kitchen. Fischtank. Smelter. Haben wir denn Smelter irgendwo? Das ist die Frage, ne? Air for Rotate. Ich sehe aber jetzt auch gar nicht so wirklich. Ach so, das ist in der falschen Ebene, ne? Wir müssen einen tiefer. Ach, können wir auch hier hinstellen einfach, ne? Ist nur die Frage, wie rum ist der richtig? Ich glaube, der ist so richtig. Mach den mal da ein. Was steht da? Nicht genug Ressourcen. Stahl fehlt uns, okay. Ja, wie kommst du denn an Stahl? Da kannst du ja nur mit dem Schiff das kaufen dann, ne? Ja. Das ist schlecht. Toggle Blueprint, okay. Save, load Blueprints. Blueprints, copy, paste. Okay, da können wir was editieren. Das wollen wir jetzt aber auch nicht. Pausieren ist auch doof. Wollen wir auch nicht. Abbrechen. Weiterlaufen lassen. Also wir brauchen jetzt erstmal ein Schiff dann wahrscheinlich, dass wir 5 Stahl kaufen können. Und das Eis hat er immer noch nicht abgebaut, ne? Können wir denn den Job hier abbrechen? Ja. Was ist... Eis gibt's da auch. Quarz, Silikon, Carbon. Also das müssen wir jetzt hier mal gerade abbrechen, denke ich mal, ne? Auf Ebene 12. Sind wir nicht. Ebene 13 ist wahrscheinlich auch nicht. Dann ist es Ebene 14, genau. Ebene 15 ist dann hier. Ebene 16 haben wir schon. Ebene 17. So, und dann Ebene 18 ist hier. Machen wir auch weg. Ebene 19 sind die zwei, die lassen wir jetzt noch. Und dann kann er ja hier weiterarbeiten eigentlich, ne? Während ich jetzt 16. Können wir 16 abreißen? Nee, wir müssen 17 abreißen. Gut. Und 18. Und 19. Und 20. Einundzwanzig. So, und die drei lassen wir wieder mal. So, dann gehen wir wieder auf unsere Ebene, wo wir wissen, dass da was ist. Oh, da ist ein Schiff. Trader. Steel, Steel, da ist Steel. Und achso, wir haben 2 Stahl. Nee, dann will ich die nicht abgeben. Der hat leider keinen Stahl mit. Das ist hier die Trader-Seite, ne? Hm, das ist doof. Was hat denn der viel und wer wenig? Aber wir können dem ja erstmal was geben, ja, ne? Können dem Carbon geben. Da gibt es einen guten Preis für, oder wie sehe ich das? Was sind das für Viecher hier, die da gerade kommen? Werden wir angegriffen? Okay. Purple Squid. Kriege ich die auch los oder so? Keine Ahnung, ne? No Ice ist auch schlecht. Hm. Das gefällt mir schon mal gar nicht jetzt mit den Viechern hier. Was muss man mit denen machen, ne? Das ist die Frage. Ob
Obwohl, die sind neutral, also eigentlich egal. Haben wir die irgendwo freigeholt oder so? Was macht er denn jetzt? Na, jetzt geht er hier hin, endlich. Baut hoffentlich mal das Eis ab, ne? Ist denn unser Miner jetzt hier dran, oder nicht? Ich sehe ihn ja gar nicht. Aha, er hat jetzt Eis gemacht. Und jetzt ist die Frage, ob in unserer Station noch das Eis ankommt. Da steht immer noch no Eis. Der hat doch die Ressourcen jetzt gerade geholt, oder? Das ist Badezimmer. Haben wir irgendwas verkehrt gemacht? Aluminium. Der steht auf unendlich. Wie kann ich das denn abschalten? Suspend oder was, ja. Wir brauchen jetzt erstmal Stahl eigentlich, ne? Made at Smelter. Haben wir einen Smelter? Ich glaube nicht. Das ist das nächste Problem, was wir haben. Waste Bin, was haben wir hier? Grated Hull. Life Support, Grinditall, das ist nix. Ist das immer noch nicht gebaut hier überhaupt? Könnte auch sein, ne? Hier sind auch Strukturen, die noch nicht fertig sind. Und der hat jetzt hier Eis geholt, ja, super, ne? Feldspar ist Aluminiumohr und Eis. Aber das ist hier nicht. Utilities. Waste Touch. Power, Sauerstoff. Wir haben ein neues Schiff da, das müssen wir gleich in Empfang nehmen, ja. Handel, Stil. Der hat auch kein Stil. Aber der hat Eis. Aber die, wir haben doch genug auf der Station hier. Das ist hier wieder mal so dolle Sprüche für nix, oder was? Das ist doch alles hier Aluminium. Obwohl, ne. Iron Ore. Ja, Ore ist schön, ne? Brauchen wir aber. Jetzt hat er kein Geld mehr dann. Sollten wir was von ihm noch kaufen? Simple Meal können wir kaufen. Fisch hat er, aber wir haben auch Fisch. Biomasse, ja komm, zack, 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 zack. Das hat er. Silikon haben wir ohne Ende, also Silikon kann er noch kaufen. So, tschüss, Trader. Ist die Frage, ob... Ich sehe hier keinen Button für... Ja, machen wir. Ich hoffe, das ist dann alles so richtig gelaufen.
So, was ist das hier für eine schöne Gaswolke hier? Keiner weiß was. Waste Processing, ja. Ist hier. Mief das da, oder was? Ich habe keine blasse Ahnung, wofür diese Wolken jetzt da sind. Es breitet sich auf jeden Fall auch aus. Sind das irgendwie Bakterien da oder sowas? Keine Ahnung. Bathroom haben wir hier. Ist schon komisch. Rock Crusher. Ach so, hier ist doch ein Smelter, Alter. Haben wir doch da. Eisprozessor haben wir auch da. Ist alles da. Wassertank. Large Container. Also können wir auch smeltermäßig was machen. Haben wir denn einen Meeple, der das kann? Das ist die nächste Frage, ne? Das ist sein Job. Der ist jetzt hier unser Refiner, der Kollege, ne? Dilip Refiner da. Physical. Guard. Doktor. Chief and Social. Was machen die denn alle hier? Engineer? Citizen. Warte mal, wer ist das? Ein Refiner. Das ist ein Citizen. Dann lass den doch mal zum Engineer wieder werden. Das ist der Miner. Das ist ein Officer. Und das ist ein Janitor. Der macht sauber. Alles klar. So, das heißt, der Miner war Murray, oder was? Ja. Wir können mal forschen, machen wir jetzt mal. Ich habe jetzt nicht den blassen Schimmer, was hier diese Wolken machen. Keine Ahnung. Steht auch nirgends sowas. Oder ich sehe es auf jeden Fall nicht. Murray ist jetzt ein Forscher, aber forscht nicht, ne? Wo geht er hin? Hier ist er hingegangen. Eisprozessor. Das sind Container. Refinery ist da hinten. Da geht aber auch keiner hin, ne? Rock Crusher. Oh, der wird gebaut. Da habe ich gar nicht mehr mitgerechnet, dass sowas noch passiert. Dem geht's nicht gut, dem geht's auch nicht gut. Fast die Vermutung, dass das hier krank macht, was da ist, oder? Okay, Sauerstoff lässt nach. Obwohl, jetzt ist wieder 100. Nee, lässt nicht nach. Kriegen wir denn da oben was hin? Ach so, okay, da ist die Struktur schon fertig. Wer macht denn was? Ah, hier, er macht was. Dilip. Was ist denn Dilip? Ach, der macht den Smelter wahrscheinlich. Open for Trade. Und das ist hier so ein Ausgang, ne? Den haben wir da ja auch nochmal. Wieso geht Murray? Ach so, jetzt ist die Schleuse zu und dann passt es wieder. Alles klar, ich wollte gerade sagen. So. New Migrant. Akzepten wir. Und Steel. Der Trader hat wieder nichts, ne? Brauchen wir nicht. Iron Ore ist okay. Aber wir können hier erstmal
Das verkaufen. Geht auch mehr? Nee. Also ging doch, habe ich gerade gesehen, ne? Die Mehls nehmen wir. Ich weiß nicht, wofür die Biomasse gut ist, aber den Fischen nehmen wir auch noch. Gut, dann ist das schon erledigt. Wir können aber gar nichts Vernünftiges von ihm kriegen, also kein Stahl zum Beispiel. So. Raffinerieren tut er hier jetzt Stahl. Okay, da haben wir jetzt auch genug. It's a real crap shop. Jetzt müssen wir das Waste noch loskriegen wahrscheinlich. Eiskarbon. Glas, Aluminium, Steel, Titanium, Thorium, Diamant, Electronics, Advanced, Battle Cell. Okay, das ist dann sowas, ja. Da unten geht jetzt auch dieses komische hin. Und fein blassen Schimmer, was da oben passiert. Der ist auf jeden Fall am Arbeiten, ne? Okay. Dann haben wir schon einen neuen Raum, aber wir haben keine Leiter in dem Raum. Das ist so schwierig dann, ne? Doktor. Also der hat jetzt den Raum da gleich gebaut, aber irgendwie haben wir jetzt das Problem, dass wir nicht da hochkommen. Das ist ja hier zu, ne? Da hätte man so eine Luke jetzt gebraucht. Sektor. Das ist alles mit Glas, das funktioniert noch nicht. Hallsegment, Grey Carpet. Teppichboden brauchen wir jetzt noch nicht. Great and roll, roll, roll. Jetzt haben wir da eine Leiter hingemacht, aber kein Mensch weiß, wie wir mit der Leiter weiterkommen, oder? Gehen wir eine Etage tiefer, nimm die Leiter nochmal und... Ach so, okay. Vielleicht geht's dann da doch hoch. Dann lass uns eine Etage mal höher und wir müssen gerade die Leiter wieder entfernen. Gut. Jetzt gehen wir runter und wir wollen hoffen, dass die Leiter gebaut wird. Ich sehe aber jetzt hier noch nicht wirklich was, was mir sagt, dass das der Boden ist, den wir da offen haben. Weltetal. Nee. Also er bastelt jetzt auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Wir haben jemanden, der was aufbaut. Achso, das war jetzt auch das, was wir bauen wollten hier. Und das funktioniert jetzt dann, ne? Was ist denn das hier überhaupt geworden? Hier, Research Desk. Okay, das heißt, jetzt kann der Dilip, oder wie hieß er? Den hatten wir ja. Ne, Refiner, Engineer. Murray war das. Murray kann jetzt forschen gehen. Okay. Macht er jetzt auch tatsächlich. Und dann forscht er jetzt hier den Shield Generator, oder was? Naja, warten wir es ab, was da passiert, ne? Wenn da was passiert, das ist das Nächste. So, wir haben ja auch einen neuen, fällt mir gerade so ein. Den müssten wir mal Gudi gucken, was Gudi so macht. Stress, Mut. Was kann er denn hier so? Physics 5, wohl hat er keinen. Der ist eigentlich ein Pilot, okay. Assign Job. Tja, Botanist. Kann er das auch? Scientist hatte einen Skillpunkt.
und Pilot halt 5. Vielleicht sollten wir ihn mal als Doktor machen. Meeples are high intelligence gains a small amount of experience during social interaction in the job that meeples they are conversing with is assigned to. They also get a higher experience when prepared from being okay. Ach komm, den nehmen wir auf jeden Fall noch dazu. Das heißt, da ist ein Schiff gekommen. Das läuft also hier. Und Stahl haben wir natürlich jetzt selber gemacht, ne? Was haben sie denn so? Silikon können wir noch verkaufen hier. Ah, okay. Der hat genug Kohle mitgebracht, ne? Eis kaufen wir. Glas haben wir zwar, aber Electronics. Das nehmen wir mit. Das Obst nehmen wir auch mit und das nehmen wir auch mit, Fische. Okay, ich glaube, ach so, er hat noch ein bisschen Kohle, dann mehr da. Dann nehmen wir ihm noch Geld ab, aber was? Wir müssen Dingens losschicken, sehe ich gerade. Wir haben ja gar keine Rohstoffe mehr in dem Sinne. Ach so, nee, Eis wollen wir nicht. Carbon. Aluminium, zu wenig Credits. Warte mal hier, das wäre... Die Diamanten verkaufen wir. Und jetzt haben wir noch einen mit 9, das ist der, und dann ist es gut. Okay, das haben wir erledigt. So, was macht unsere Leiter? Die sieht fertig aus. Ist die denn da auch hoch? Ne, die ist da nicht hoch, weil hier der Boden nicht offen ist. Müssen wir da jetzt was abbrechen? Ich habe keine Ahnung. Sieht jetzt schwierig aus, ne? Achso, wir haben auch noch gar keine Betten für die Jungs da unten, ne? Karte. Tut sie nix. Doch, geht. Sehr interessant mit der Karte. Chip, haben wir noch gar nichts, ne? Forschung, okay, wir müssen eine neue Forschung anstoßen wahrscheinlich, Anti-Ship Turrets. Waste Processing, das machen wir als nächstes jetzt hier. Structure brauchen wir noch. Ich glaube, wir bauen mal hier einen Boden. Wir müssen aber auf der richtigen Etage sein. 16 ist schon richtig, das heißt, wir machen mal hier zwei Böden. Okay, nicht genug Ressourcen, ist jetzt nicht schlimm. Ist das schon selber ausgesucht, ne? Kann das sein? Ja, das ist alles ausgewählt. Ich glaube, der wählt das von alleine aus. So, das Teil ist tatsächlich hier auch fertig geworden, der Transformer, ne? So, jetzt mal hoch und nochmal hoch und dann hat er das ganz abgerissen, ne? Super. Ist das so richtig? Ich glaube schon, ne? Aber diese Wand da, ne? Ich glaube, da haben wir ja was falsch gemacht, aber naja, ist halt so. Okay, der baut gerade die Wand dahin. Ist das so? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe gerade keinen blassen Schimmer, wie das funktionieren soll da. Hier machen wir erstmal den Boden, ne? Müssen wir gleich gucken, wie wir das abreißen dann. Keinen blassen Schimmer. Okay, der Boden wurde jetzt erweitert. Und automatisch ist das Restliche auch passiert. Alles klar.
Ja, gut, da müssen wir Betten auf jeden Fall bauen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir müssen mal noch mal in der nächsten Vorschau gucken, dass wir das alles in den Griff kriegen dann. Und wer weiß, was da noch kommen wird. Hier ist natürlich doof, da ist erstmal kein Sauerstoff drin. Wir haben auch irgendwie jetzt gerade nicht die Möglichkeit. Savage Walls, okay, vielleicht ist es das, dass wir das mal gerade so machen müssen. Mit K geht das. Abbauen, abreißen. Aber Walls sind das da, ne? Tja, das ist jetzt die Frage, wie es geht. Aber das werden wir dann sehen, wenn es dann soweit ist. In der nächsten Folge zum Beispiel. Hier unten wird ja jetzt gerade wieder ein Stück Raum gebaut. Oder? Ja, genau, so ist es. Das bedeutet, geht da nicht, aber Wände mal weg. Da ist jetzt noch kein Teppich, den müssen wir noch legen und so weiter und so fort, ne? Für blauen Teppich braucht man 5 Stahl. Das ist ein Stahlteppich. Sehr interessant. Okay. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Vorschau dann auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich ein Video hochlade. Schreibt was in die Kommentare rein, dann können wir darüber reden, was wir hier fabrizieren. Und teilt das Video gerne auf all euren Kanälen, wo ihr so unterwegs seid, damit mehr daran teilhaben können. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Tschüss.